Was schnurrst du denn hier, Rim? Das haben wir doch wirklich nicht nötig. Ist doch ne für uns, Mensch. Ich sammle für den mitteldeutschen Rundfunk. Die kommen ja morgen. Fast 40 Millionen Verlust im Jahr 2022. Ich brauch schließlich meine Schlager des Monats am Freitag. Die Starnacht am Wörthersee zum Simtje. Schlagerlegenden am Sonntag. Die goldene Henne. Schlager Open Air. Ja, der MDR beschlagert uns wenigstens für die Millionen und denkt sich schöne Nachrichten aus. Für die in den Sand gesetzte Pkw-Maut von Andy Scheuer, da darf der Steuerzahler aber gleich mal eine Viertelmilliarde blechen. Für nichts und wieder nichts. Na, der Andy hatte dummerweise die Verträge mit den Mautabkassierfirmen schon gemacht, da war die Maut noch nicht in Sack und Tüten. Bisschen voreilig war er. Dann wurde die Maut von der EU gekippt und nun verlangt die Firma Schadenersatz. Aber für welchen Schaden denn? Na, für gar keinen Schaden. Für entgangene Gewinne. Für umsonst gezahlte Schmiergelder, Entschuldigung, Werbeausgaben vielleicht. Naja, das Sterbehilfegesetz ist auch verschoben worden. Und das Heizungsgesetz nach der Sommerpause verschoben. Naja, eins geht nicht ohne das andere. Hä? Naja, wenn du dir keine neue Habeck-Heizung leisten kannst, dann musst du ja wenigstens eine Chance auf Sterbehilfe haben. Ach, du wieder, nee. Machst böse Scherze zum Wochenende. Dabei stehen wir vor einem Supergau. Der Putin will das Saporosch-Kernkraftwerk sprengen. Wer soll denn sowas? Zelensky warnt? Warum soll denn der Putin das Kernkraftwerk sprengen? Moskau sagt, die Ukrainer planen einen Angriff auf das AKW. Warum wie nun? Was soll er gewarnen? Ein neues Tschernobyl? Die wollten doch ihren Krieg. Auf keinen Fall Verhandlungen mit dem Putin. Nur Hansenschaden. Keine Ahnung, was waren soll. Vielleicht will ja jemand ja bloß ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht ärgert sich ein ehemaliger Schauspieler, dass sich zurzeit gar keiner mehr dafür interessiert, was er gefrühstückt hat. Oder ein bisschen Ablenkung von einer noch größeren nuklearen Gefahr, dass so etwas von sowas kommt. Mal ein Teufel an die Wand. Was ist denn, wenn die Atombude wirklich in die Luft fliegt? Na, jede Wette, das Planspiel liegt schon ganz detailliert vor. In Moskau? In Kiew? Oder in Washington? Na, stell dir das mal vor, was da passieren würde. Meine Fresse, wer hätte denn einen Nutzen? AKW gesprengt. Natürlich Putin schuld. Große radioaktive Welle schwapp. Über Europa. Menschen in Angst. Und wie schön man das steuern könnte. Atom-Lockdowns. Wer darf raus? Wer nicht? Wer darf verreisen und wohin? War es verstrahlt und gefährdet andere? Demonstrationsverbot, Grundrechteinschränkungen, Zensur der sozialen Medien aus Sicherheitsgründen, Maskenpflicht. Da hat man dann das aufmüpfige Volk sofort wieder in Griff. Und die Ukraine müsste natürlich sofort mit noch mehr Superwaffen versorgt werden. Hörst du auf, du fantasierst! Du bringst uns noch in Teufelsküche! Stimmt. Ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Niemand hat die Absicht, Grundrechte einzuschränken. Ja, und Wolodymyr würde doch niemals ein Atomkraftwerk angreifen. Stimmt. Wolodymyr, ne? Der hat auch nicht so viel zu sagen. Aber du, über den großen Teiche, fern von hier, in Sicherheit vor so einem kleinen Gau, da sitzen Leute, die haben was zu sagen. Denn ist das hier auch egal, was hier passiert. Die würden das durchziehen. Ach, Herr erforscht, das sind Verschwörungstheorien. Wollen wir schaffen, meine Gute, wollen wir schaffen.